So Leute, Dienstag, 22.12.2015. Ja, das hier soll was Besonderes werden, und zwar für uns alle. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ihr Fitness-YouTube verfolgt habt, die letzten Wochen und Monate, habt ihr ein bisschen mitbekommen, dass YouTube-Fitness so ein bisschen eingeschlafen ist, beziehungsweise, ja, kann man sagen, fast zerstört wurde durch die ganzen Skandale, die sich so ein paar Lifestyler, ein paar große YouTuber geleistet haben, ist so ein bisschen die YouTube-Fitness-Szene so ein bisschen, finde ich, eingeschlafen. Bis auf wenige Ausnahmen, aber selbst die, die mehrere hunderttausend Abonnenten haben, haben sehr, sehr wenig Klicks. Und ich habe mir überlegt, wenn man so überlegt, so man hat jetzt 10 Jahre lang YouTube, also seit 2005 gibt es YouTube, und wir haben jetzt 2015, seit 10 Jahren gibt es YouTube. Seit circa 3, 4, 5 Jahren war so ein richtiger Fitness, Bodybuilding, Kraftsport Hype auf YouTube, der so ein bisschen minimal eingeschlafen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir was überlegt, und zwar möchte ich, dass man nicht nur 5 bis 10 große YouTuber oder mittelgroße YouTuber irgendwie die ganze Zeit auf YouTube sieht, sondern ich möchte auch ein bisschen mehr Vielfalt in die Sache bringen. Deshalb habe ich mir überlegt, wir haben ja kurz vor Weihnachten, dass ich euch sozusagen meinen YouTube-Kanal so ein bisschen schenken kann, vielleicht nicht sagen, doch schenken oder nicht zur Verfügung stellen, sagen wir es mal so. Also, egal ob ihr jung oder alt seid, ob ihr dick oder dünn seid, ob ihr groß oder klein seid, ob ihr schwarz oder weiß seid, ob ihr stark oder ein bisschen weniger stark seid, ihr könnt gerne alles, was mit Kraftsport, Bodybuilding, alles, was im Fitnessbereich, wie auch immer, oder Körperbeherrschung, von mir aus auch Kampfsport, wie auch immer, wenn ihr irgendwie sowas habt, was in die körperliche Richtung führt, ob das jetzt Diskussionsthemen sind, ihr könnt von mir aus ein Video machen, wo ihr labert oder wo ihr trainiert oder wo ihr irgendwelche Kunststücke zeigt, irgendwas Körperliches auf jeden Fall. Macht ihr bitte auf YouTube ein Video, aber ganz wichtig, in dem Video muss deutlich gesagt werden, alle Rechte gehen an Akko the Persian Killer, und er kann das auf YouTube hochladen und auch zu Werbezwecken nutzen. Ja, das muss am Ende oder am Anfang am besten des Videos mit drin sein, und dann könnt ihr labern oder Kunststücke vorführen oder Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, Bizepstraining, Bauchmuskeln zeigen, irgendwas über Fitness erzählen, irgendwelche Trainingstipps, was ihr so habt, und die vernünftigen Videos suche ich dann aus und lade die dann bei mir auf YouTube hoch, und wer weiß, vielleicht ist das ja irgendeine Art sagen wir mal, Karrierestart für den einen oder anderen, oder zumindest seid ihr auf YouTube zu sehen, weil ich finde es mittlerweile echt langweilig, dass echt nur noch 5 bis 10 YouTuber irgendwie im Fitnessbereich groß sind und irgendwie die ganze Zeit man ihre Gesichter sieht, sondern ich möchte auch ein bisschen mehr Vielfalt in die Sache bringen. Also, wisst ihr Bescheid. Übrigens, die Videos müssen auf nicht gelistet hochgeladen werden, und dann schickt ihr mir den Link, und nur ich, also ich bekomme ja von euch einen Link, nur ich kann das Video sehen und lade es mir dann runter und lade es dann auf meinem YouTube-Kanal hoch, und ihr müsst es dann von eurem Kanal löschen. Also nicht öffentlich hochladen, sondern man kann bei den Einstellungen einstellen, nicht gelistet. Und dann, wenn das hochgeladen ist, mir Videolink zuschicken, ich lade es dann runter und lade es dann bei mir hoch. Alles klar, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Lasst mir mal ein bisschen Bewertungen und Kommentare da, was ihr darüber denkt. Wie gesagt, ich finde es mittlerweile so ein bisschen langweilig. Aber im Anschluss das heißt nicht, dass ich selber mit YouTube aufhöre, sondern meine Videos kommen weiterhin, nur ich will halt ein bisschen Vielfalt in die Sache bringen. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. Ne? Kommentare, Bewertungen. Bis dann, ciao.